Wir hatten heute einen großen Tag mit ganz vielen Veranstaltungen gleichzeitig und vielleicht muss man es ein bisschen sortieren. Wir haben heute die Ornamenta 2024 eröffnet. Gleichzeitig eröffnen wir unsere Ornamenta Lust-Ausstellungen. Da gibt es einen gewissen Unterschied, denn die Ornamenta 2024 wird kuratiert von den drei geladenen Kuratorinnen und Kuratoren. Das, was unter Ornamenta Lust läuft, das machen die einzelnen Institutionen, einzelne Gruppierungen selber. Wir haben jetzt bei Ornamenta Lust einen Obertitel, das nennt sich Ausgeräumt. Wir haben uns entschlossen, dass wir unser Museum dem Publikum zur Verfügung stellen und inhalieren sozusagen das, was Museumsbesucher, Gäste, Interessierte an Schmuck gerne haben wollen. Unter dem Obertitel Ausgeräumt haben wir eine Abteilung, die nennt sich Abgestimmt. Die findet in der historischen Sammlung statt und da laden wir Gäste ein, Gruppen ein, etwas zum Schmuck zu machen, sich zu äußern, eigenen Schmuck zu machen, vielleicht auch Dinge selber zusammenzustellen aus unserer Sammlung, eventuell auch das, was sie gemacht haben. Also das ist ganz offen, was wir da machen, mit wem wir es machen. Heute hat es angefangen mit dieser Ausstellung Abgestimmt. Die wird sich über die 3 Monate immer wieder verändern. Jetzt starten wir mit einer Auswahl, die reagiert auf unsere historischen Stücke. Da sehen Sie also ein modernes Stück und das alte historische Stück, das wir sowieso in der Sammlung haben. Und es gibt ganz schöne Kombinationen, Irritationen zum Teil. Also das ist ganz erfreulich für die Besucher. Eine weitere Ausstellung bei uns ist Ausgesucht. Da haben wir einen Schmuckkünstler, der hier in Pforzheim lebt, der sehr stark auch mit dem Museum verbunden ist, eingeladen, bei uns eine Auswahl zu zeigen von Schmuckkunst, die für ihn wichtig ist. Er hat 10 Schmuckkünstlerinnen und Künstler eingeladen mit seinen eigenen Arbeiten. Das ist Sam Todd Wong. Der Name ist von mir falsch ausgesprochen, aber jeder kennt ihn unter Sam. Diese Auswahl ist für uns insofern so erfreulich, weil wir haben unsere moderne Sammlung ausgeräumt. Da ist nichts mehr da von dem, was wir in unserer Sammlung haben. Und Sam hat es eingeräumt mit Dingen, die er für gut und richtig findet. Und das hat für uns eine wahnsinnig überraschende und ganz tolle Auswahl gegeben. Wenn Sie heute ins Museum gekommen sind, dann wurden Sie überrascht von einer Luftballonwolke, einer sogenannten Wertewolke, wie das Kunstprojekt Artpol es nennt. Die Besucher sind aufgefordert, ihre Werte, das, was für sie wichtig ist, auf diese kleinen Zettel zu schreiben und mit ihrem Luftballon an die Decke steigen zu lassen, sozusagen in den Himmel steigen zu lassen. Und es dürfen alle mitmachen, Kinder, Erwachsene, Jugendliche, alte Leute, wer auch immer aus unterschiedlichen Kulturen. Und wir sammeln in der Wertewolke, all die Werte, die uns Menschen wichtig sind. Wir hatten heute wirklich ein volles Haus mit einer ganz bunten Mischung an Besuchern. Langjährige Museumsbesucher, ganz neue Museumsbesucher, international, regional, lokal. Es war eigentlich alles da, was Interesse an Schmuck und an der Ornamenta hat. Wir freuen uns jetzt wirklich unglaublich auf die nächsten 3 Monate und es ist tatsächlich wahr, dass wir hier ein Ereignis haben mit der Ornamenta, das die Stadt und die Region und die Umgebung wirklich erfüllt mit Kultur, mit interessanten Dingen und interessanten Menschen.